Ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Aufwachen, Bleskovic! Sie übernehmen! Ich muss es wissen! Ja, Scheiße! Nicht heute! Retten wir uns selber! Rettet, wer sich kann! Rausspringen! Rausspringen! Okay. Willkommen zum nächsten oder ersten Part, zum ersten Part von Wolfenstein. Werkzeug, was? Oh, was haben wir denn da? Erstmal lesen. Ist das ein Werkzeugschrank? Wir müssen uns reparieren, Leute. Wir müssen uns reparieren. Willkommen zum ersten Part. Ich spiele das Ganze auf der PlayStation 4. Ah, ich brenne! Ah! Ah! Okay, alles easy going. Alles easy going. Wir spielen das Ganze auf der PlayStation 4 und da ich total der Shooter-Fan bin, ist das Spiel voll was für mich. Ich habe es jetzt heute bekommen und habe es direkt jetzt angemacht und nimm's auf und mache und tu und muss Worte durchschneiden. Solche Spiele sind echt was für mich. Ich liebe solche Spiele, Leute. Oh, da ist noch was. Tschüssi. Ja, ich habe Schwierigkeitsgrad auch etwas schwerer eingestellt, weil ich eigentlich jemand bin, der ein Shooter nicht gerade der behindertste Macker ist, ne? Au. Ah. Immer diese Löcher. Und die Grafik ist verdammt gut. Ist ja auch auf der neuen Konsole PS4, ne? Aber ich meine, trotzdem ist die Grafik verdammt super. Ich mach schon. Ich rette uns, kein Problem. Den ersten haben wir. Der ist tot. Ich habe genug World of Tanks gespielt. Und World of Planes. Ah! Der ist nett. Die mit dem roten Dings hinter sich. Das sind die Badass. Nicht mit mir, Leute. Wir töten so viele wir können. Oder beziehungsweise müssen. Alter. Jetzt verreck doch mal. Ich treffe die gar nicht mehr. Hört auf, alles bei mir kaputt zu machen. Alter, ne? Ihr seid solche Arschgeigen. Da ist einer. Du hast solche Jäger noch nie gesehen, weil das gute Jäger sind. Au! Warum verprügelt er mich? Warte, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Stirb! Stirb! Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Medic! Holt ihr eins, bitte kommen, Volker 1! Erste Hilfe, Koffer, Blasco! Nehmen Sie! Oh, vielen Dank! Gern gemacht. Ah.
Es schürzt gerade so ein bisschen ab. Er hat es geschafft. Ich will jetzt nicht so viel dazwischen reden, wenn die hier am Labern sind, ne? Aber er ist ein guter Mann. Warum? Soll ich rüberspringen oder du? Ich glaube du, ne? Ich klicke dann hier weiter und du springst rüber. Okay. Sicher, dass du da raus willst? Okay, okay, okay. Ah. Okay, okay, okay. Das ist für mich ein Grund abzuhauen. Oh! Nimm meine Hand, nimm meine Hand, nimm meine Hand. Oh Gott. Mir geht's gut, Leute. Oh, 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 oh. Das hätte mein Bein sein können, ihr Schweine. Welchen Krüppel. Danke fürs Retten und so, ne? Steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Hurra! Hurra, Sir! Hurra! Okay, ich hör auf. Oh, Medica geht. Danke sehr. Irgendwie stöhnt hier. Gott sei Dank sind Sie hier! Hallo? Was bist du denn für ein Weichei? Oh Gott! Oh Gott! Hast du noch nie einen Toten gesehen? Alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt wach auf! Schwuchtele, schwuchtele, wallalan. Bitte! Wenn die Mission scheitert, verlieren wir Europa. Das wollen wir. Au! Oh. Das war die Tür. Ich sehe nichts. Siehst du was? Ich würde aber hochziehen, weil das sieht so aus, als wenn wir gleich ins Wasser fallen. Zieh doch hoch! Zieh lieber hoch! Ich sag's dir, zieh lieber hoch! Zieh lieber hoch! Willst du etwa nicht hochziehen? Oh, gut, dann. Oh, niemand hört auf mich! Mann, ey! Es ist der Morgen. Das ist meiner Brain AFK. 1046. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh Gott. Au. Was bist du denn für ein süßer... Oh Gott. Gar nicht so süß, wie ich dachte, ne? Oh, hier ist ein Telefon. Fergus, wie ist Ihr Status? Wie ist die Lage? Bei uns hier ist die Katze am Dampf. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blesko, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Blesko, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus. Ja, Sir! Die mögen uns nicht so, ne? Ich kann sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Kein Problem. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Machen wir doch locker easy. Ich muss sagen, mir gefällt die Grafik sehr. Ich würde das Spiel... Oh Gott. Nicht mit mir. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel echt sehr. Die Grafik ist super. Und ich bin schon... Wie gesagt, ich habe auch schon Elemente vom Shootern her gesehen.
Und bisher sah alles echt genial aus und ich freue mich sehr auf das ganze Spiel und... Ah! Wenn euch das Spiel jetzt schon gefällt, gebt ihr meinem Video einen Daumen nach oben. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich das Video länger gestalte und zwar den ganzen Prolog aufnehme und bearbeite. Also wird das quasi eine Stunde Video oder so. Wow. Was ist das? Star Wars? Sind wir hier in Star Wars mittlerweile gelandet? Ich habe aber viel Leben, ne? Also viel Luft. Wozu tauche ich überhaupt noch auf? Ich kann auch stundenlang so weitermachen. Ich bin so eine Art Captain America, ne? Oh yeah. Wir sind bereit für die Vernichtung von bösen kleinen Hundis. Was das? Oh ja. Machen wir mal verlassen. Dann sind ja meine Freunde. Hey, wie geht's euch? Der ist voll erfahren und das ist voll die Muschi. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Okay. Nachgeladen und los geht die Kacke. Ach du, ach, oh, ach du Bim-Bom. Locker easy. Ach, hier geht's runter. Da haben wir hier zwei Stück getötet, ne? Ach, da ist nur so ein MG-Teil. Oh, wir haben Granaten bekommen. Stirb! Nehmen wir mal alles mit, was wir so finden. Ne, das können wir nicht kaputt machen. Okay, okay. Haben wir hier so eine Art. Ah, wir haben eine Art Waffenmenü auch. Okay. Nachladen. Man kann auch Rüstung sammeln, irgendwie, die hilft anscheinend einem. Ich habe das aber, ich blick da gerade noch nicht durch, was das Rüstung sein soll. Tada! Oh Gott! Bleib mal bitte da. Neue Waffe! Oh yeah! Hier noch was? Nö. Okay, okay, wir haben jetzt unser erstes Sturmgewehr. Oh yeah. Noch mehr? Locker easy, Leute. Ah, oh ja, Akimbo ist anscheinend richtig nice, Leute. Seht ihr das, wie wir die einfach wegpillern? Die haben gar keine Chance gegen uns. Wir machen extrem... Oh, Doppel-Akimbo ist ja mal richtig cool. Ich liebe Shootern. Ich liebe Shooter. Oh Gott, da ist irgendwas Böses gesprungen. Oh, was haben wir hier, Muni? Noch mehr. Oh Gott. Ah, 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 ah. In your face. Niemand macht mich von der Seite an, denn ich bin der Super-Ami. Ja, okay, aber ich hasse es, wenn mich nach... Oh Gott. Ah. Ich habe keine Chance gegen... Der wollte mich ja wohl überraschen, ne? Du hast einen Vorteil freigeschaltet.
Ich kümmere mich gleich um euch, Leute. Ich will nochmal hier gucken. Okay. Okay, zur nächsten Deckung. Und rein da. Ach ja. Wozu zielen, wenn man. Ja, ne? Das soll mal einer sagen, auf der Playstation. Oh. Das soll mal einer sagen, auf der Playstation kann man nicht zielen. Ah. Wir können auch schleichen, um dann Leute zu töten. Zum Beispiel so. Okay. Ich habe das noch nicht mit dem Upgrades verstanden. Ich muss mir da mal irgendwie reingucken. Oh Gott. Nein. Das sind nur... Ja, okay. Sturm, eine Pistole. Das hat doch eben Upgrade freigeschaltet. Die Frage ist jetzt, wie macht man Upgrades freischalten? Ah, man kann Einzelschuss und... Ah, ja. Das ist eine Karte. Level, Option... Ich habe keine Ahnung, wie man Upgrades macht. Das hat doch eben Doppelnachladen freigeschaltet. Wäre jetzt blöd? What the... Fuck. Naja. Schalte Kommandant aus. Ich habe ihn ausgeschalten. Fresse. So. Ah. Soweit ich das weiß, mit diesen Kommandanten, können die richtig badass sein. Wenn man die nicht trifft oder die nicht leise ausschalten, rufen die, glaube ich, so enorm viel Verstärkung. Und dann hat man hier richtig die Kacke am Dampfen. Glaube ich. Ne? Was? Bombe benötigt. Da können wir auch eine Bombe legen. Aber woher kriegen wir eine Bombe? Hä? Bombe benötigt. Dann wollen wir erstmal eine Bombe. Da ist noch ein Kommandant. Moin! Okay, immer mit der Ruhe. Au, Bombe. Okay, kurz nochmal eben, guck mal nach oben. Lalalala, Munition. Munition ist immer super. Granaten haben wir aber... Ne, haben wir Limit erreicht. Okay, wir haben die Bombe. Das heißt, wir gehen aber woanders. Können wir die mitnehmen? Au, yeah. Wir haben gerade... Wir können da eine Bombe legen, aber das ist ja voll offensichtlich. Ich will da hinten eine Bombe legen. Das ist sicher der Badass-Weg oder so. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Ich kann leider nicht rennen mit der Waffe anscheinend. Ich drücke rennen, aber es geht nicht. Deshalb gehen wir zu der Bombe und legen dort eine Bombe an der Bombe, in der Bombe. Eine Bombe, dappi, dappi, dappi. Oh Gott, er ist schon gezündet. Bist du... Ah, Hauptsache die Waffe liegt da in der Luft. Ich komme. Hallo. Ist hier voll dunkel, ey. Mag ich also so gar nicht. Ja. Brauchen ja gar keine Rücksicht nehmen gleich auf Schleichen oder so. Ich glaube, wir können einfach reinstürmen mit dem Teil, was wir in der Hand haben. Oder auch nicht.
Bleib stehen! Der ist noch 9 Meter. Au, oh yeah. Sind hier noch mehr? Noch mehr? War's das, ihr Loser? Aber wie habe ich mich, glaube ich, in diese Waffe verliebt? Hier scheint nichts mehr Spannendes zu sein. Nö. Fresse. Macht er mich da von der Seite an, ne? Kann ich ja auch nicht ab, sowas. Also blöd von der Seite angeschossen zu werden, ist nicht so mein Hobby. Ohne Witz, es ist, glaube ich, einer der geilsten Shooter, die ich je gespielt durfte. Hallo! Verdammt! Nein! Da habe ich alles getötet, alles gekillt und dann kommt da einer von der Seite von hinten und erschießt mich noch. Ich habe einfach alles weggenatzt. Oh, das ärgert mich richtig gerade. Oh, ärgert mich das. Ich habe wirklich alle weggenutzt und dann kommt der von der Seite, so ein Bobi. Ah, super. Na gut, hier gerade. Nochmal, hochgehen, alles niederschießen, kennen wir ja. Das war's schon. Hallo Leute. Hier gibt auf jeden Fall viele Medipacks und so eine Rüstung. Ich hab irgendwie 60 Rüstungen. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Ob mir das wirklich... Ist das so eine Art mehr Leben? Kann das sein? Ich kenne mich da leider echt gar nicht aus. Wie gesagt, ihr habt das Spiel ja erst heute erhalten. Oh, da hat er das Medipack. Ja, ne, Mono-Munition. Nicht mit mir. Oh, okay. War da, ist da nicht gerade die Tür aufgegangen? Wollte schon sagen. So, was haben wir denn da? Oh, da ist ja unser Freund. Einfach abschießen. Ich glaube, das ist ein Head da. Ich glaube, der will auf mich schießen. Jau! Da fällt er hinunter. Das wird doch mal super. Okay, hier haben wir leider nicht mehr das Badass Motherfucker-Teil zum alles vernichten. Aber egal, wir haben noch unsere Akimbo-Waffen. Oh, die sind super. Ich liebe die Akimbo-Waffen. Was können wir hier machen? Keine Ahnung, wir machen einfach mal alles, ne? Alles einfach mal drücken. Ich drücke gerne wahllos irgendwelche Hebel. Ist so ein Hobby von mir. Ah, au, oh, ah. Nicht mit mir. Ich hab volle Muni. Da ist noch einer. Hier scheint nichts zu sein, großartig. Dann rennen wir jetzt hoch, töten eben den Typen und gehen weiter.
Da haben wir ihn. Aua. Fress mir eine Granate. Nur 13 neben, Leute. Verdammt. Ja, was soll ich denn gegen diesen hässlichen hinterm MG machen? Moment. Kurz zu einer wechseln, dann kann ich besser zielen. Ah, geht doch. Wir können weiter. Oh, da ist wieder so ein Freund von uns. Hey! Schönen Tag noch. Was sollen wir jetzt machen? Oh, Moment, da war was. Ah! Kommen die jetzt hoch? Oh, da sind Leute. Ah, die sind feindlich. Er ist explodiert. Der auch. Schönen Tag noch. Ah, nehmen wir unseren guten alten Freund wieder mit. Ach, ich nenne ihn Johnny. Johnny die Kanone. Nein, okay. Ich mag sie sehr. Die Waffe ist mein Kuschelbär. Alex ist damit sehr langsam. Ach, egal. Ich pack die weg. Die ist mir zu langsam, die ist mir zu langsam. Da habe ich keinen Spaß dran. Halalalila. Lalala. Oh Gott. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass... Moment, was ist da drin? Moment, Junge, ich muss mich einmal hier umgucken. Da war Muni, da ist Muni. Da ist Muni. Okay. Ich komme, mein Junge. Hi. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Was macht diese Intruder? Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen bis 14. Ausatmen bis 14. Das war's. Dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgevögelt wird. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Bleskovic, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Okay, Leute. Das sieht cool aus, wir müssen so eine Wand hochklettern. Oh Gott.
wo gerne mal Leute rausgucken und uns töten wollen. Wie es aussieht. Da kann ich mal zwei Leute, ey. So, mein Freund, schießt da jemand auf uns, ja. What the fuck? Ein Wunder, dass wir noch leben, beziehungsweise unser Seil eingefällt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Seile das halten. Da ist gerade ein Flugzeug reingekracht. Game-Logik, Leute. Ich wandere da hoch. Ich wandere hier hoch. Er wurde angeschossen. Nein! Er stirbt. Schönen Tag noch. Kontrollraum, Kontrollraum. Kontrollraum, Kontrollraum, Kontrollraum. Hebel, Hebel. Hebel, ah. Öffne das Tor, abgeschlossen. Dringe tiefer in die Basis ein. Nicht auf dem Gegenstandsgewicht, okay. Oh. Ah, wir können interagieren. Hallo. Oh. Bist du denn im Arsch? So. Und bleibt er. Bewege mich! So. Es wurde Alarm geschlagen. Von daher müssen wir jetzt leider einen von den Arschgängen töten. Kurz nachladen und jetzt geht's nochmal raus in die Party. Okay, das war's mit den Gegnern. Die haben wir alle gut und sauber erledigt. Woher kommt der Hund? Solche Spasten. Oh. Schutz. Okay. Wir haben einen Schalldämpfer bekommen. Wo können wir den denn benutzen? Halt doch eben gesehen, Leute. Jetzt habe ich es aber langsam faustdick hinter den Ohren, du. Oh yeah. Jetzt können wir voll die geheimen Missionen machen. Wir können Hundefutter essen. Das nenne ich mal einen sauberen Schuss. Okay, die beiden haben wir gut ausgeschalten. Ja, ne? Der Schalldämpfer ist eigentlich ganz cool, muss man mal so. Ganz sagen. Beste da drinne. Ich bin schon überall hier angeballert. Muss weiter, keine Sch. Waffe! Wir haben wieder so eine große Waffe bekommen. Damit können wir böse Sachen machen, die uns sehr lieben. Was?
Oh, da sind aber viele. Moment mal. Ach, egal. Leute, das ist scheiße. Ich glaube, ich muss das nehmen. Weil das Stand-MG ist. Das sieht, glaube ich, ja, viel besser. Okay, die haben wir. Oh, da oben. Diese ganzen Idioten. Ah! Bam! Das brauchen wir nicht. Männer. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Danke. Hallo, 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 hallo. Oh. Da seid ihr ja, Leute. Wie geht's euch? Schön da? Wie ist das Wetter? Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier auf. Sollt ihr helfen? Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus. Damit was? Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Oh, du bist so nett. Ich mag den Jungen und den alten Mann. Ja, Sir. Ist das Leute? Wie bist du denn darüber gekommen? Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf sie ab. Das ist das Problem. Rumschädel, Blondie, jetzt sie! Das macht ihr gut. Jetzt bist du dran. Ihr werft eure Waffen rüber, ihr Weicheier. Kommen Sie, Blondie! Ich wäre auch rübergekommen ohne eure Hilfe. Aber die eingescriptete Filmsequenz hat mich dran gehindert. Doch, dafür wurden wir belohnt und gestorben. Das war Wolfenstein. Ne? Sind wir denn jetzt wieder? Meine Füße sind gebrochen. Ach, nur die Füße? Dann ist ja nichts schlimm. Oh, schön hier. Sieht aber lecker aus. Da unten ist Asche. Eine Menge Asche. Wild, versuchen Sie die Tür aufzukriegen. Los. Okay, ach, du bist Wild. Ja, dann mach mal. Sehen Sie die Rohre? Die kommen aus dem Schaltkasten da. Was die wohl machen, ne? Ich würde keine Knöpfe drücken. Ich glaube, das ist ein Verbrennungs... Ich hab's gesagt! Die Tür will wohl nicht so ganz, ne? Toll, jetzt werden wir sterben. Bleib du da mal liegen. Was? Schlüssel finden? Schlüssel! Was ist in den anderen? Oh, cool, Medipack. Oh, nichts. Oh, noch mehr zum Öffnen. Oh, cool. Ah, so viel habe ich nicht gefunden. Naja, ich öffne jetzt mal die Tür. Ich hole mal den Typen, der da liegt. Und komme zu euch. Mann, bin ich gut, oder? Ich bin verdammt gut. Ich bin der Held. Was? Warum bin ich jetzt verbrannt? Willst du mich verarschen? Ich habe den Typen gerade aufgehoben. Das ist doch alles richtig gewesen. Oder habe ich das falsch gemacht? Wenn ich jetzt wieder sterbe, kriege ich einen Rappel. Hä? Ich verstehe... Ich habe es gerade nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt verreckt bin. Haben wir mir so lange Zeit gelassen? Nee, ne? Eigentlich ging das doch flotte Karotti rum. Was soll das hier? Leskovic, Sir. Haben Sie... Oh! Oh!
Oh, King Kong. Ein Nazi King Kong. Geht doch. Was war das? Jetzt ist es nur noch ein Haufen Matsch. Aber hübscher Matsch. Ist auch einer drin? Hallo? Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Er ist so ein bisschen tot. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Hallo? Oh Gott. Du bist aber hübsch. Wollen wir Freunde sein? Hey! 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 Okay, nein. Oh. Leute, die Wände kommen so ein bisschen näher. Ah, cool. Medipaket. Komm nur 1 gegen 1. Bam! In your face! Okay, nein. Oh oh. Okay, das war's. Das war Wolfenstein. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie, ich kenne sie. Oh, sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer! Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Okay. Okay. Den Alten oder den Jungen? Der hat schönere Augen, nimm ihn. Er hat schöne blaue Augen. Eine kluge Wahl. Jung, unverbraucht, frische, zarte Testsubjekte. Mit intaktem Fettgewebe. Sie retten mich nicht wahr, Sir? Ich weiß, Sie schaffen das. Sir? General Totenkopf. Heute erteilte mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Auf Wiedersehen heißt das. Suche etwas. Sie werden wissen, was zu tun ist. Oh.
Oh, nein, nicht der alte Mann. Ich habe... Nichts. Schwuchtel. Au. Okay, nein. Ich bin schon dabei. Aber ich will das nicht so ganz. Und jetzt? Ruhe! Ja, ja, ich bin da. Ja, bin da. Mach sie auf. Mach auf, Digga. Okay. Schaltkasten kurz schließen. Hab verstanden. Ah. Tada. Ich bin Kinder und Frauen zuerst. Okay, bis dann. Schönen Tag noch. Oh. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nerven kriegen. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Rührei. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Aufsicht. Hier sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Schon alles gut. Bald ist es vorbei. Ich schieb sie ins Fenster. Das Licht. Ein seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester.
Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Einen Moment. Nein. 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 Mein Offizier im Dienst. Unsere Befehle laufen nicht über Treuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Papa? Bringt sie zu Keller. Das war ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße. Bewegt dich doch gleich, Waffe. Hilfe. 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 Nicht mit mir. Dreckige Schweine. All be back. Bringen. Und damit willkommen zu. Okay. Oh. Beine weich wie Wackelpudding. Finger wirklich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Oh yeah. 1960? Boah, das heißt, wir waren 14 Jahre im Schlaf. Oder in diesem Koma-Zustand. Wie sich die Welt wohl verändert hat? Das heißt ja. Das Regime, in dem Fall die Nazis, sind an der Macht und haben es geschafft, den Krieg zu gewinnen. Wie es dann wohl auf der Welt jetzt aussieht. Naja, dies erfahren wir mehr im nächsten Part. Das war der erste Part. Dies war der längere Part. Ich wollte ihn halt länger gestalten. Sonst wird er nicht so lang sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Oder lasst einen Kommentar da für Feedback, für Kommentare, irgendwas. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, ihr seid mal die besten Motherfucker der Welt und schönen Tag euch noch.